Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Juventus Turin, Leute. Heute geht es gegen Inter Mailand. Topspiel. Auch wenn Inter nicht unter den ersten 6 Plätzen steht. In Real Life läuft es ein bisschen besser. Das sind ja Zweiter, glaube ich. Haben, glaube ich, nur gegen Juve verloren bislang in dieser Saison. Also Top-Spiel ist angesetzt. Wir schauen mal, wie das Ganze laufen wird. Lasst gerne Like da, lasst gerne Like, Abo da, falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Macht die 2 Millionen Likes voll. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Danke euch für eure Unterstützung. Hier geht es auch schon bald gegen AC Mailand weiter. Eigentlich sind wir nach Länderspielpause, aber wir sind leider noch kein Nationaltrainer. Deswegen wird die Länderspielpause wahrscheinlich leer ausgehen. Vielleicht kriegen wir noch ein Angebot von Italien. Ich hoffe es. Checkt wie immer noch gerne meinen Shop aus. Nennen Ice Designs in schwarz und weiß. Als T-Shirts, Pullover gibt es in rot, orange, grün und blau, Leute. In 4 Camouflage-Farben. Die neuen Nice Designs gibt es in den 4 Farben. Viele weitere Designs auch in diesen 4 Farben am Start. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice. LED-Lampe haben wir noch. Ja, die Handyhüllen gibt es auch, Leute. In orange, blau, rot, grün. Checkt aus und gratis Autogrammkarte, ne? Gibt es auch wie immer zur Bestellung dazu. Also checkt's aus, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Wir gehen mal in die nächste Pressekonferenz und schau mal, ne? Vor dem Spiel gegen Inter Mailand. In echt war, boah, wie ging's aus? 2-1? War knapp, ne? Inter war nicht schlecht. Ich glaube, 2-1 ist die Mannschaft gut genug, um die Wende zu schaffen. Noch kann alles passieren. So, jetzt kommen wenigstens hoffentlich mal 3 Fragen über unser Team. Das sieht gut aus, damit wir die Moral mal richtig pushen können. Zuletzt kommen wir deutlich mit 2 Toren. Gewinnen beeinträchtigt das die Moral des Gegners. Vor uns muss jeder Angst haben. Wir müssen uns auf Training, konzentrieren, machen wir. So, Moral ist glücklich. Das heißt, mit dem nächsten könnte die auch sehr glücklich gehen. Zuletzt schwankt Leistung gezeigt. Wie sehen Sie die Formschwankung? Meine Spieler werden sich bald verbessern. Okay, nice. Moral ist sehr glücklich. Schon mal wichtig. Sehr gut. Vor dem Spiel gegen Inter sehr, sehr wichtig, würde ich einfach mal sagen. Und dann schauen wir mal kurz, auf welchem Platz die sind. Das kann nicht wahr sein. Alter, AC Mailand 11. Inter 12. Ganz, ganz komisch, ne? Lecce 1 Punkt bislang. Scheiße, ey. In Lecce spielen wir auch bald. Rom ist 1. Alter, krass, ey. Dass Rom hier so gut dabei ist. In echt läuft es bei denen irgendwie gar nicht rund. So, wir werden mit Bestbesetzung reinstarten. Sancho hat sich, glaube ich, verbessert, ne? Auf 85. Hat sich sonst so einer verbessert? Nö. Der Licht auch gar nichts bislang, ne, am Start gewesen. So, ich war gerade überlegen, ob wir Oblak wieder reinstellen, aber wir lassen nochmal in diesem Spiel Perin spielen. Nächstes Spiel wird dann Oblak wieder in die Startelf kommen, der ist ja wieder fit und 1-0 gewonnen, Alter. Genauso knapp, wie es in echt lief. In echt meine ich, es ist 2-1 ausgegangen. Hier 1-0, Leroy Sané trifft. Joa, nice, Alter. Azamor kam für Godin, Martinez für Sterling, Gagliardini noch für Sensi, aber ich bin 1-0, knappes Ding, aber egal, vielleicht sind wir Erster damit jetzt sogar. Ne, Nationaltrainer-Offerte von Neuseeland, Alter, WTF. Transfermove für Alexandro. Junge, ich verstehe es nicht, warum so viele Angebote kommen, ne? Wir verhandeln nochmal kurz mit Real Madrid. Vielleicht können wir hier mit Real was raushandeln, aber ich will mindestens so 43, 44, 45 Millionen für den haben. Aber ich glaube, das zahlt keiner. Wie gesagt, ich habe den letztes Jahr, ihr wisst es noch, wenn ihr die Karriere gesehen habt, wir haben den letztes Jahr, haben wir Alexandro, oder war das vorletztes Jahr, ich weiß nicht, entweder letztes oder vorletztes Jahr, haben wir den an City, nicht an City, an Barcelona für 100 Millionen verkauft, Alter. Das war so krass, deswegen will ich den eigentlich nicht so günstig abgeben, Alter. Ich weiß, dass ich ihn schon mal so teuer verkauft habe, aber ich glaube nicht, dass wir es nochmal kriegen werden hier. Junge, die bleiben aber alle die ganze Zeit bei 33. Das ist auch ein Witz, Alter, der hat einen Marktwert von 33, ey. Ich meine, der ist jetzt ja auch nicht irgendwie 33, ne? Dann könnte ich die 33 Millionen verstehen, aber der ist 28. Also, das ist, naja, so schlecht ist er jetzt auch nicht, Mann. Nationaltrainer-Offerte von Neuseeland, ey, tut mir leid, aber die werden wir, glaube ich, nicht akzeptieren. Aber wir haben wenigstens mal eine Nationaltrainer-Offerte. Das ist ja schon mal ganz nice. Ich hoffe natürlich, es kommt noch einer von Italien rein. Es wäre am besten, Schulte geht hoch, Zaniolo geht ebenfalls hoch. Sehr nice. Und, ja, wir sind auf Platz 3, punktgleich mit Spal, Florenz und Rom. Und jetzt ist Länderspielpause, Alter. Das ist immer kacke, wenn Länderspielpause ist. Du hast kein Länderspiel, Alter. Das ist immer scheiße. Transfer. Junge, warum kommen so viele Angebote, Mann? Ich verstehe das echt nicht, ne? Weil, Digga, ohne Witz, Anfangsangebot. Wir machen mal hier Mindestverkaufssumme 45. Schauen wir mal. Wir lassen unseren, unseren Manager jetzt hier wieder verhandeln. Ich habe hier keinen Bock drauf, weil das wird eh wieder nichts geben. Aber ohne Scheiß, ne? Irgendwie kommen gerade hier im Minutentakt Angebote für Oblak, für Emre Can rein, für Alexandro rein.
Und zur Transferphase kam nichts rein. Oh, Übereinkunft, Alter, für 45 Millionen. Oh, Digga. Das heißt, wir könnten den jetzt für 45 Millionen verkaufen, Alter. Sollen wir das machen? Ah, das Ding ist, Emre Can hat halt noch ein Potenzial bis 85, ne? In echt gab es ja sogar auch Gerüchte zuletzt, dass Bayern Interesse hatte. Ne, 86er Potenzial hatte sogar. Ey, scheiße, Mann. Boah, Leute, ich weiß nicht, Mann. Ohne Witz. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. Weil irgendwie hätte ich noch Bock, den zu behalten und den noch ein bisschen hoch zu pushen. Stell dir mal vor, wir pushen ihn auf 86 Potenzial, Alter. Dann kriegen wir locker 60, 70 Millionen für den. Schulte geht hoch. Zaniolo geht auch hoch. Sehr geil. Schulte jetzt auf 63, Zaniolo auf 76. Ich weiß nicht, Alter. Ich glaube, wir können da noch ein bisschen mehr rausholen, Alter. Glaube ich zumindest, Leute, oder? Wir warten nochmal ab. Wir gehen jetzt erstmal ins Spiel gegen Bologna und dann werden wir nochmal mit Bayern verhandeln. Oh, Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bologna. Dann werden wir doch mal hier... Zack, warte mal. Wir packen erstmal wieder Oblak in die Startelf. Der ist nämlich wieder hier. Zack, bei 100%. So. Jetzt ist nur noch Romagnoli verletzt. Nice. Ich weiß ja nicht bei Emre Can, weil letztes Jahr hat er auch, ich glaube, bei 83 Schluss gemacht, Alter. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir Emre Can bei 83 und dann ging irgendwie nichts mehr. Aber ich meine, das Potenzial letztes Jahr war auch irgendwie nur 83 oder 84. Deswegen müssen wir mal schauen, Alter, wie es diesmal laufen wird. Aber 86 Potenzial ist ja schon nicht verkehrt, ne? So, Sieg ist Sieg. Die Spieler werden wieder klasse spielen. So, Leute, wir müssen die Moral... Eigentlich müssen wir jetzt durchrotieren, ne? Schwankende Leistung, wie sehen Sie diese Formschwankungen? Waren das genau die gleichen Fragen, die drei gerade wie in der letzten Pressekonferenz? Alter, ich glaube schon. Ich glaube, das waren genau die drei gleichen Fragen. Das ist so ein absoluter Witz jetzt gewesen hier. Naja, gut. Ab geht's gegen Bologna. Wir werden jetzt mal hier durchtauschen. Wir werden jetzt hier mal mit der B11 spielen. Denn danach geht es ins nächste Champions League-Spiel. Da sollten wir, wenn es gut läuft, natürlich mit Bestbesetzung ran. Auch wenn es nur vom Ding her gegen Lokomotiv Moskau ist, sollen wir trotzdem schauen, Digga. Nicht zu unterschätzen, Leute. Ja, nicht zu unterschätzen. Wir gucken mal ganz kurz, auf welchen Platz sie sind. Bologna 11. Naja, gut. Also von daher sollte hier, denke ich mal, nichts anbrennen. Was ist eigentlich mit Pokal? Pokal? Ah, hier, Pokal, da. Paarung anzeigen ist noch nicht bekannt. Achso, wir starten erst wieder, okay, die spielen noch die drei Runden aus und wir starten dann erst ab Viertelfinale rein. Das ist natürlich entspannt. Gibt es eigentlich eine Serie A? Gibt es nur einen Pokal, ne? Wir können mal ganz kurz schauen hier. Aber Serie A bin ich mir eigentlich sicher, gibt es nur einen Pokal. Supercoppa, das ist... Ah ne, das ist vorher. Und dann gibt es nur Coppa Nacional. Okay, es gibt nur einen Pokal in der Serie A. Schade, Alter. Ich weiß immer, wenn es in den Meisterschaften zwei Pokale gibt. Aber gut. Ab geht's gegen Bologna. Ja, und danach werden wir dann nochmal mit dem FC Bayern verhandeln über Emre Can. Ich meine, unser Manager hat jetzt schon da... Oh nee, Martinez schon wieder verletzt, Alter. Das kann nicht wahr sein. Zaniolo 1-0, Martinez verletzt, sogar Krankenwagen aber am Start. Dybala 2-0 per Elfmeter. Aber das heißt nichts, Leute. Ich habe schon oft erlebt, dass ein Krankenwagen da war und dann war der Spieler nur 5 Tage verletzt. Dann habe ich schon oft erlebt, da war ein Pflaster da und dann war der Spieler gefühlt 8 Monate verletzt oder so. Ja gut, das war doch ein bisschen schlimmer. Ausgekugelte Schulter, 5 Wochen, Junge. Martinez hat sich jetzt innerhalb von 2 Wochen 2-mal verletzt. Kann nicht wahr sein. Unfassbar hier. Unfassbar, Mann. Okay, wir verhandeln nochmal ganz kurz hier mit Emre Can und schau mal, vielleicht können wir noch 50 Millionen raushandeln. Ich glaube zwar eher weniger. Der Preis ist schon eigentlich nicht schlecht, 45 Millionen, weil der Marktwert von Emre Can beträgt 28. Also das ist schon nicht verkehrt, ne? Das ist schon auf jeden Fall nicht verkehrt, Mann. Wir gehen mal auf 52 Millionen, dann gehen wir mal auf 50 glatt runter. Schauen wir mal. Oh, die nehmen es sogar an, Alter. Scheiße, ja gut, jetzt können wir nichts mehr machen. Okay, gut. Das war's dann mit Emre Can. Jetzt können wir leider nicht mehr ablehnen. Shit, Alter. 52 Millionen, die nehmen das sogar an. Aber okay, dann muss ich sagen, für 52 Millionen ist es okay. Ja, auch wenn er ein 86er Potenzial hat. Aber man muss überlegen, erstens heißt das nicht, dass er auf 86 Potenzial kommt. Ja, ist ja nur ungefähr, ne? Und zweitens... Wenn der jetzt, sage ich mal, auf 85, 86 ist, ich denke, mehr als 50, 60 Millionen werden wir jetzt auch nicht für den bekommen, weil der auch schon 25 ist. Von daher würde ich sagen, war das ein guter Deal? Kann man machen, Leute, bin ich mir zufrieden, geht auf jeden Fall in Ordnung. Beschweren kann man sich da eher weniger. Muss man mitnehmen, Leute, ganz ehrlich, muss man mitnehmen. Nächste Trainingseinheit, Schulter geht wieder hoch, Tonali geht auch noch ein Stückchen hoch, nice. Und dann schauen wir mal, wie es gegen Lokomotiv Moskau läuft. Wir sind Zweiter bislang.
mit 3 Punkten. Punktgleich mit Leverkusen. Wir gehen erstmal in die nächste Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Lokomotiv Moskau. AG die Post. Jetzt stellen wir wahrscheinlich wieder, Sterling-Frage, wird er heute nicht spielen? Nicht persönlich gemeint, aber ich denke mal schon, dass er spielen wird. Wir werden mit Bestbesetzung spielen. Wie gehen Sie das heutige Spiel ohne Martinez an? Er ist nicht unersetzlich, wir haben einen super Kader. Jedes Spiel ist anders. Moral könnte noch auf sehr glücklich gehen. Kann der zweite Sieg klappen? Oder was? Schafft Ihr Team den Einzug in die K.O.-Phase, war die Frage. Versuchen müssen wir es. Wird schon klappen. Sehr glücklich. Fast voll, nicht komplett, aber ist okay. Geht in Ordnung. Perfekte Sache. Und dann wollen wir, also gegen Lokomotiv Moskau müssen wir ja gewinnen, Leute, ne? So, wer war nochmal verletzt? Ah ja, Martinez. Jetzt haben wir natürlich in Sachen Stürmer ein leichtes Problem, muss ich sagen. Aber gut, Zaniolo kommt mit rein. Und so geht's dann erstmal ins Spiel gegen Lokomotiv Moskau, Leute. Da sind 3 Punkte Pflicht, auch wenn es Auswärtsspiel ist. Egal, Mann, wir müssen das Ganze hundertprozentig safe gewinnen, Alter. Let's go. Zuletzt unentschieden gegen Atletico sogar. Oh, nicht verkehrt und gegen uns auch ein Unentschieden rausgeholt, Alter. Ich fass es nicht. Oh, die haben Joao, Mario und Smolov. Hövet ist auch am Start noch. Scheiße, Alter. 0-0 ist bitter. Oh, Mann, Alter. Da mussten wir jetzt 3 Punkte eigentlich holen. Jetzt kann Leverkusen vom Ding, wenn die gewonnen haben, auf Platz 1 gehen. Ne? Wir sind auf Platz 1 in der Liga wenigstens mit 3 Punkten Vorsprung. Naja, das war's erstmal von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, täglich einschalten. Checkt noch gerne meinen Shop aus. Der Link zum Shop ist wie immer oben in der Beschreibung. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe und so weiter. Nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirts, Pullover, orange, rot, grün und blau. Die 4 Farben. Die 4 Farben gibt es hier im neuen Design, in vielen anderen Designs. Andere Sachen wie ja, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe. Handyhüllen haben wir am Start. Orange, blau, rot und grün. Und gratis Autogrammkarte. Gibt es auch, Leute. Eine Bestellung dazu. Also, checkt es gerne aus, wenn du Lust habt. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei. Haut rein und ciao!